Wolf-Peter Siefelen, Finis Germania, zur Logik des Antifaschismus. Jede Geschichtskonstruktion ist das Werk einer Gegenwart, die damit bestimmte ideologische Ziele verfolgt, nach Sinn sucht oder konkrete Freund-Feind-Verhältnisse feststellen möchte. Bei dem heute so populären Auschwitz-Komplex handelt es sich offenbar um den Versuch, innerhalb einer vollständig relativistischen Welt ein negatives Absolutum zu installieren, von dem neue Gewissheiten ausgehen können. Auschwitz bildet insofern einen Mythos, als es sich um eine Wahrheit handelt, die der Diskussion entzogen werden soll. Dieser Mythos hat allerdings einen wesentlich negativen Charakter, da dasjenige als Singularität fixiert werden soll, was nicht sein soll. Daher trägt die sich auf diesen Komplex stützende politische Bewegung einen negativen Namen: Antifaschismus. Einstmals war der Antifaschismus ein bloßes Minimalprogramm, ein Etikett, unter dem sich eine Vielzahl von politischen Richtungen zusammenfassen ließ. Revolutionäre und Reaktionäre, Stalinisten und Trotzkisten, Pazifisten und Imperialisten, Plutokraten und Sozialisten, Zionisten und Antikolonialisten, Demokraten und Monarchisten, Christen und Atheisten, Liberale und Totalitäre. Alle konnten sich unter einen gemeinsamen Banner versammeln, welches daher inhaltlich, jenseits der Definition eines faschistischen Gegners, völlig unbestimmt sein musste. Für die konsequentesten Antifaschisten, die Kommunisten, war der Antifaschismus nur eine Art Bauernfängerei, ein Betrugsmanöver, um nützliche Idioten vor den eigenen Karren spannen zu können. Dies war jedoch nur möglich, weil man jenseits des Antifaschismus an wesentlich stärkere, präzisere Wahrheiten glaubte, wie sie der wissenschaftliche Sozialismus lehrte. Diese Wahrheiten sind heute verschwunden. Von der Vielzahl starker Ideologien, die das 20. Jahrhundert beherrscht und mobilisiert hatten, ist nur noch das fadenscheinige Banner des Antifaschismus übrig geblieben. Umso heftiger klammert man sich daran und versucht, ihn zu einer Art Staatsreligion zu machen. Zugleich scheint sich jedoch abzuzeichnen, dass dem Antifaschismus eine neue programmatische Bedeutung zuwächst, die eine spezifische, paradoxe Struktur besitzt. Auschwitz oder die Nazis stehen innerhalb dieser ideologischen Figur für die totale Negation des Menschen, die einst historisch real geworden ist. Mit Hitler und mit seinen Komparsen sind der säkularisierte Teufel und das Personal der Hölle leibhaftig auf der Erde erschienen. Dieser Teufel hat eine singuläre Tat vollbracht, die Massenvernichtung der Juden, welcher die folgende Bedeutung zugeschrieben wird. Es handelte sich um nichts Geringeres als die praktische Negation des humanitären Universalismus. Hitler hat jedoch nicht etwa den Menschen als solchen vernichtet, sondern das Gegenteil dieser Allgemeinheit, die Juden. Das heißt, eine Partikularität. Gerade dieser Versuch der Vernichtung einer völkisch-rassischen Besonderung im Namen einer anderen völkisch-rassischen Besonderung ist aber das extremste Dementi des humanitären Universalismus bzw. der Idee der Menschheit und ihrer unveräußerlichen Rechte. Mit dem Faschismus ist daher der Antimensch aufgetreten, so dass der Antifaschismus zu einer Religion des Menschen werden kann, die ihre Symbole in eben dieser Negation des Menschen findet. Dies erklärt den Eifer, mit dem jede Historisierung, Relativierung und Vergleichbarkeit von Auschwitz bekämpft werden soll. Wer Auschwitz relativiert, relativiert die totale Unmenschlichkeit und somit die Integrität des Menschen. Damit würde aber das einzig Absolute, welches die moderne Gesellschaft, die von Relativismen und Perspektivismen aller Art zerfressen ist,
besitzen könnte, ebenfalls relativiert. Die Festschreibung des Auschwitz-Mythos kann daher als Versuch verstanden werden, einer skeptischen Welt Gewissheiten zurückzugeben. Allerdings sind diese letzten Gewissheiten nur selbst bloß historischer, das heißt faktischer, nicht etwa rationaler oder spiritueller Natur. Sie liegen in dem begründet, was die Gerichte als offenkundige Tatsachen bezeichnen, als Wahrheiten also, die nicht mehr des Beweises bedürfen. Es ist dies eine sensationelle Wende der europäischen Geistesgeschichte. 300 Jahre Erkenntniskritik werden von einer historischen Offenbarung dementiert. Was folgt daraus aber? Die sich zurzeit formierende neue Religion der Menschheit, deren rationale Begründung seit der Aufklärungszeit niemals gelungen ist, kann sich auf ein festes Fundament historischer Tatsachen stellen und daraus direkte politische Konsequenzen ableiten. Eine wichtige programmatische Forderung zielt auf die multikulturelle Gesellschaft. Dieses Konzept ist allerdings sehr ambivalent. Es kann leicht gezeigt werden, dass es im Sinne der sich ausschließenden Figuren des Universalismus bzw. Relativismus, Partikularismus verstanden werden kann. Erstens, universalistisch bedeutet Multikulturalität die Reduktion des konkreten Menschen auf abstrakte Individuen, die dann im Sinne des zivilisatorischen Programms zu entkulturieren und zu assimilieren sind. Ziel dieses Projekts, in welchem man eine Fortschreibung des älteren Projekts der Moderne wiedererkennen kann, ist die kulturelle und materielle Homogenisierung der Menschheit. Zweitens, relativistisch bedeutet Multikulturalität die Bewahrung völkisch-kultureller Besonderheiten, wobei die Volksindividuen jetzt noch räumlich ineinander geschachtelt werden und auf engstem Raum nebeneinander leben sollen. Da dieser Prozess mit der realen Masseneinwanderung in die industriellen Wohlstandszonen verbunden wird, zielt die Forderung paradoxerweise darauf, dass eine kulturelle Formation, nämlich das indigene Volk, zugunsten anderer Volksgruppen auf seine spezifische Identität verzichten soll. In beiden Fällen ist der Gegner des Programms der Multikulturalität das indigene Volk, dessen Widerstand gegen Immigration und Überfremdung durch eine programmatische Identifikation mit Faschismus, Rassismus, Rechtsradikalismus gebrochen werden soll. Hitlers Versuch, im Namen einer völkisch-rassischen Partikularität eine andere Partikularität zu vernichten, wird zum Referenzobjekt sämtlicher Versuche, Partikularitäten zu behaupten, jedenfalls dann, wenn sie vom indigenen Volk der Industrieländer kommen. Andere Partikularitäten fallen allerdings nicht unter dieses Verdikt. Die antieuropäische Xenophobie von Befreiungsbewegungen wird nicht verurteilt. Auch können bestimmte Völker, wie die Kurden oder Juden, auf ihre ethnischen Besonderheiten bestehen, ohne dass ihnen dies zum Vorwurf gemacht wird. Hier wird also eine merkwürdige Asymmetrie dieses Konzepts deutlich. Der Antifaschismus ist in starkem Maße Antigermanismus. Dies widerspricht aber eigentlich seinem universalistischen Selbstverständnis und enthüllt einen völkischen Kern, dessen Konsequenzen noch nicht ganz abzusehen sind, der sich aber von seinem Ursprung her erklärt. Hitler hat im Namen der Deutschen die Juden vernichtet. Es heißt, er hat aus der abstrakten, undifferenzierten Menschheit zwei Völker herausgehoben, die sich dadurch vom profanen Rest der Menschheit unterscheiden, dass sie komplementär den Charakter des Absoluten besitzen. Sie sind absolute Täter und absolute Opfer. Diese Unterscheidung gewinnt schließlich Bedeutung für das universalistische Programm der Herstellung einer einheitlichen Menschheit. Diese erhält nämlich noch immer zwei prinzipielle Fremdkörper der Besonderheit, ein negativ auserwähltes Volk, die Deutschen, und ein positiv auserwähltes Volk, die Juden. Hitler ist damit etwas gelungen, womit er selbst vielleicht nicht gerechnet hat.
Er hat für alle Zeiten den Deutschen und den Juden eine komplementäre Sonderrolle zugewiesen, die im Gedächtnis der Menschheit nicht verschwinden wird, solange es noch Deutsche und Juden gibt. Dies hat jedoch eine letzte, paradoxe Konsequenz. Das Projekt einer homogenen Menschheit wird so lange nicht verwirklicht werden, wie es nicht gelingt, die beiden hartnäckigsten Restposten völkischer Besonderheit ebenfalls zu assimilieren und damit zu eliminieren. Dieser Assimilation der Deutschen und der Juden, ihrer Auflösung in bloße menschliche Individuen, steht jedoch die historische Struktur des Auschwitz-Mythos entgegen, dessen Kern ja gerade in der Rebellion des Besonderen gegen das Allgemeine liegt.